Mann gefangen in dem Körper einer Frau. Ja. Ja. So ist dieses Haus. Da ist so ein Splint drin. Das muss da rein. Komm. Komm. Warte, wir müssen nochmal zurück, das kriegen wir nicht so hin. Du musst da gleich viel enger an die Wand ran. Nee, ist doch okay, Dominik. Das müssen wir sowieso tragen. Spacker. Hast du das, habt ihr schon mal ausgemessen, ob das da reinpasst? Ja, ja. Seid ihr sicher? Ja. Wollen wir jetzt anfangen? Ja. Oh, das ist Alter. Also hier bräuchten wir noch eine Person. Eins, zwei. Also jetzt müsst ihr wenden. Also jetzt müssen wir sozusagen. Ihr müsst es nach links, also von mir aus links machen. Ja, das würde ich auch sagen. Ja. Leute, da müssen wir flexen. Nee. Und ja, super. Ja, wir sind durch. Und jetzt wieder runter. Ja. Yes. Warum habt ihr keinen Mini oder einen Smart genommen? Ja, was soll das eigentlich? Ja. Muss es denn unbedingt so ein massiver Opel Corsa sein? Warum? Und ja, wir haben hier ein Problem. Achse. Also, die Achse. Die Achse. Können wir so machen? Guck mal, können wir anfangen, das einzudrehen? Ist die andere Hälfte schon drin? In unseren Träumen ist sie schon drin. Warum habt ihr nicht den Fahrstuhl genommen? Ja, müssen wir ja da. Die andere Tür ist noch schmaler. Schmaler als hier durchzukommen. Ja. Ich sehe nicht. Muss man einfach nur mal ausmessen. Es ist eine halbe Stunde flexen und man kann das Ding nur mit ganz entspannt machen. Aber das weiß man natürlich vorher. Das sagt man ja auch, probieren geht über studieren. So, ein bisschen mehr Pep. Aber ihr müsst eigentlich nur gucken, dass es nicht wegrauscht und leicht anheben, wenn es hängt. Ansonsten macht den Rest die Schwerkraft. Ja, so, was sagst du, Dominik? Wie fühlst du dich eigentlich? Darf ich auch? Wo ist mein Lenkrad?